So, liebe Leute, heute habe ich wieder ein ganz anderes Problem. Ich befinde mich bei mir in der Werkstatt und habe die Gitarre von unserem Schlagzeuger auf dem Operationstisch liegen. Jetzt hat er mir die Gitarre gebracht und sagt, ja, vielleicht kann man da ein bisschen was draus machen, muss ich euch zeigen. Was wir hier haben, ist eine Gitarre von der Firma Tenson. Tenson, Modell schieß mich tot. Und diese Gitarre ist total eklig, total dreckig, total greislich. Und da war jetzt die Frage, ob man da was draus machen kann. Jetzt habe ich eine Funktionsprüfung gemacht, funktioniert soweit alles, Klinkenbuchse ist wackelig. Matching ist eine Katastrophe, Seitenabstand ist furchtbar, Intonation nicht vorhanden, Klinkenstecker, Wackelkontakt, überall so greiselige Haare dran und solche greiseligen Dinger. Ja, und jetzt habe ich mir das zur Aufgabe gemacht. Das habe ich hier ein paar Pickguards rumliegen. Hier habe ich noch ein Pickguard mit einem Humbucker-Ausschnitt. Vielleicht kann ich da in meine Humbucker-Schublade reinlangen und ein paar Teile raussuchen, die man da vielleicht einlöten kann. Also, was steht jetzt an? Ich werde jetzt einmal das Ding auseinanderbauen, Saiten runter, Pickguard runter, Hals sauber machen, Bünde aufpolieren. Zu dem Zwecke gibt es hier so eine feine Stahlwolle. Mit dieser feinen Stahlwolle poliere ich die Bünde so auf, ja, und mache diesen ganzen Grind vom Hals runter und schaue ein bisschen zu, dass das einigermaßen sauber wird. Und dann stelle ich mal das Tremolo ein hinten. Vielleicht kann man dann gleich, bevor ich die Saiten runter tue, die Intonation noch einstellen und die Saitenlage ein bisschen verbessern. Das steht jetzt an. Ich werde berichten. So, meine Damen und Herren. Hier sind wir mit unserem Patienten. Zwischenstand. Griffbrett ist poliert, Bünde aufpoliert und mit dieser feinen Stahlwolle abgeschliffen. Dann ist ein Griffbrettöl da drauf gekommen. Dann ist hier ein Isolack. Also bei den günstigen Gitarren sind einfach so große E-Fächer. Und das ist unbehandelt, das habe ich jetzt mit einem Isolierlack ausgeschmiert. Und dann habe ich die ganze Gitarre einmal ein bisschen sauber gemacht, dass dieser ganze Grind weg ist und diese schieren Aufkleber und dieses ganze kreiselige Zeugs. Und jetzt haben wir eigentlich eine relativ vernünftige Basis. Also, was haben wir jetzt hier? Ich habe jetzt eine Gitarre. Ich schätze, dass man ein Instrument in der Qualität heutzutage für 120, 140 Euro neu kaufen kann. Das ist also kein Geld, ja. Wenn einer denkt, ein günstiges Instrument muss her, dann soll er sich eine Yamaha Pacifica kaufen. Die kostet Doppelte und da hast was Vernünftiges. Aber wenn es jetzt halt mal da ist und man muss das reparieren, dann machen wir das halt mal und jetzt bastle ich da eine vernünftige Elektrik rein. Und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt. Diesen Isolierlack, dieses Griffbrettöl, dieses ganze Zubehör, was man dafür hat, das besorgt euch in Peißenberg beim Andreas Rall. Andreas Rall, Guitars and Tools, geiler Internetshop. Schickt euch alles, hat alles auf Lager. Ich melde mich wieder. So, meine Damen und Herren, so schauen wir jetzt aus. Jetzt habe ich hier mein neues Pickguard. Habe jetzt hier einen Humbucker reingeschraubt. Der Humbucker geht über das rote Kabel hier rein, ist hier mit Masse verbunden, habe ich an die alte Kontaktstelle und hat hier am Pickup-Wahlschalter seine heiße Litze. Und den habe ich jetzt praktisch ausgetauscht, ergo bleibt ein Single Coil übrig. Zwei von den alten Single Coils habe ich noch reingebaut, das wäre jetzt der dritte alte Single Coil, der vorher hier war. Mit meinem neuen Pickup haben wir jetzt also einen Humbucker drin. Das hier ist gleich die Litze für den Klinkenstecker und das hier ist gleich die Masse, die ans Tremolo-Block hinten hinkommt. Und
So schaut die ganze Gaudi jetzt von vorne aus. Ursprünglich hatte dieses Pickguard nur zwei Potti-Löcher. Ich habe jetzt einfach schnell ausgemittelt und habe noch ein drittes reinbohrt schnell. Irgendwie ein 12er Bohrer oder was halt gerade raus. Gell? Und jetzt schraube ich die ganze Gaudi wieder auf die alte Gitarre. Dann muss ich das hier durchstecken zum Klinkenstecker. Und das hier muss ich durchstecken zum Tremolo-Fach. Löt es noch schön an. Lötkolben ist noch heiß. Und dann schauen wir uns das mal an. Jawohl. So, meine Damen und Herren. Wie schauen wir jetzt aus mit der Gitarre? Also. Das ist jetzt damit passiert. So schaut die Gitarre jetzt aus. Das ist also die Tänzen. Hau mich tot. Schubst mich tot. Serious. Ja, wie gesagt, also ungefähr 120 Euro kostet so ein Ding neu. Das heißt, wenn man da jemanden dran lässt, um irgendwelche Modifikationen zu machen, dann ist das wahrscheinlich ein Schuss in den Ofen. Ich habe jetzt da ungefähr 2 Stunden rumgespielt an dem Ding. Das ist nur was, wenn du selber basteln kannst. Was ist also jetzt passiert? Bevor ich die Gitarre auseinanderbaut habe, habe ich erst einmal die Saitenlage eingestellt, die Intonation eingestellt, mit den Saitenreitern geschaut, dass das alles passt, taugt es überhaupt. Da habe ich es auseinanderbaut und sauber gemacht, im Elektrofach Abschirmlack rein, das Griffbrett abgeschliffen mit ganz feiner Stahlwolle, extra zu diesem Zwecke gibt es sowas, das poliert die Bünde auf, dann hinterher eingelassen mit Griffbrettöl. Jetzt habe ich so ein geiles rotes Sparkle Pickguard rumliegen gehabt. Deshalb habe ich das hergenommen. Wie es der Zufall so will, hat das eine Humbucker-Aussparung gehabt und weil ich eine ganze Schublade voller alte Humbucker habe, habe ich einen alten Humbucker reingelötet. Das ist jetzt ein albernes Humbucker aus irgendeiner albernes Chio-Serie. Also auch recht günstig, aber mit Sicherheit ein Upgrade im Gegensatz zu dem, was vorher drin war. Jetzt hat mein Pickguard leider bloß zwei Potti-Öffnungen gehabt. Ich habe noch einfach mit einem 12er Bohrer eine dritte dazu bohrt, ausgemittelt in die Mitte reingebohrt, damit die drei Pottis wieder Platz haben. Pickup-Ballschalter wieder drauf, alles zusammengelötet, alles sauber gemacht. Auf der Rückseite im Tremolo-Fach habe ich auch sauber gemacht. Hinten muss man praktisch Massekabel wieder anlöten. Und so schaut die ganze Gaudi jetzt aus. Dadurch, dass ich das alles in der Schublade rumliegen gehabt habe, kostet das jetzt nichts auf gut Deutsch. Und wie gesagt, in dem Moment, wo du da groß irgendwas kaufen musst oder so, einen Humbucker für 100 Euro kaufst oder Pickup für 25 Euro kaufst, das ist ein Schmarrn. Ja? Das ist, wenn du selber basteln kannst und gern was machst, dann kann man sowas machen. Und so schaut das Ding jetzt aus. Finde ich ein vernünftiges Upgrade. Leute, rock on!